Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Grim Dawn und jetzt kommt die erste Prüfung, nämlich uns mit dem Arsch hier auseinanderzusetzen. Ich mache mal einen Portallauf aus reinen Sicherheitsgründen. Das zweite ist, dass ich den hier nochmal neu, ach hätte ich gar nicht müssen, habe ich vor Beendigung der letzten Folge. Ich bin auch vollgepackt bis zum Abwinken, es ist egal. Ich will diesen Sack jetzt erstmal hier in die ewigen Jagdgründe schicken, ganz ehrlich. Der ist nämlich nicht ohne. Welches Level hat er dann? Oh, auch nur 54. Ist ja mal fast ein Geschenk. Tagchen. Ihr dürft dann jetzt mal. Ich persönlich halte mich jetzt erstmal raus hier. Alter. Alter. Schnauze. Alter, die 4 ist schon weg. Die 4 ist schon weg. Ich glaube, es hackt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Alter, was machen die da? Ich glaub das ja alles nicht, ne? Und fump und weg. Ja, da ist die Fee übrigens. Alter, gehst du da mal weg? Machst du dich da mal vom Acker? Alter, ey, ist das gemein. Wir müssen da weg. Der Typ ist echt als Gegner richtig scheiße, ne? Lass mich da doch mal vorbei. Lass mich da doch einfach mal durch. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz. Was mir sehr viel besser gefällt. Weil ohne Platz ist doof. So, ihr dürft jetzt gerne wieder mit ihm auseinandersetzen hier. Der ist noch nicht tot, der Sack. So, jetzt ist der erstmal tot. Das ist ja schon mal wichtig. Und lässt kaum was fallen, der Penner, ne? Naja. So, und ich bin der Meinung, dass ich noch einen Schlüssel habe. Was hast du mir sozusagen? Das hast du gut gemacht. Aber in den Tiefen der Stufen der Folter erwarten dich noch größere Herausforderungen, die für immer zu den... dem Untut gebunden sind. Ja, ja, ich habe... Ja, auf Wiedersehen. Ich habe keine Fragen. Mach auf. Ich habe da einen Sklettschlüssel. Leute, das kann doch... Was ist das denn jetzt hier für einer? Ach nee, das ist der... Ah, nein. Nein, 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 nein. Das ist mal richtig blöd. Das ist mal richtig blöd jetzt. Jetzt habe ich das geschafft. Ich kann nur hoffen, dass ich die Metz dafür habe. Ich mache hier mal im Portal auf. Ich weiß, dass ich ihn bauen kann. Ich war die ganze Zeit der Überzeugung, ich hätte noch einen. Offensichtlich ja wohl nicht. Dann war das Ganze nämlich relativ für die Katz, um das mal so zu sagen. Gehen wir jetzt mal hier rein und gucken jetzt mal, ob wir das Ding überhaupt bauen können. Wo war denn noch? Quartiermeister, glaube ich, war es nicht. Irgendwo konnte ich das Ding... Arcana Schmied. War das hier? Relikte, Nahkampfwaffe, Fernkampfwaffe, Rüstung. So. Wo war denn dieser blöde Schlüssel? Helf mir doch, Skelettschlüssel. Dann möchte ich den jetzt... kommen. So, sehr schön. Hallo? Habe ich den jetzt? Hat das jemand gesehen? Ich hoffe doch. Ich port mich jetzt nochmal hin. In der Zwischenzeit kann ich nochmal die 7 hier holen. Eben standen da 3, die ich bauen kann. Jetzt nur noch 2. Also sollte ich jetzt einen geschaffen haben. Dann hier hinporten. So, und jetzt nochmal testen hier, ne? Was? Bla, das haben wir alle schon. Ey, willst du mich verarschen? Mal ernsthaft. Ich hab doch einen Sklettschlüssel jetzt gemacht. Ah, geht doch.
Nun gut, ihr Lieben. Ich mache jetzt schon mal eben kurz. Das geht nicht. Das geht nicht. Na gut. Also Portal, das ich eben öffnen wollte, war nicht drinne. Und das ist doof. Und ich habe Schiss. Ich habe noch mehr Schiss. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht, ne? Wie wär's mit Sterben? Würde ich gut finden. Ich würde das ziemlich geil finden, wenn du sterben könntest. Hau doch mal ab da. Die 4 vielleicht? Ja, die 4 ist schon mal zum Beispiel wieder ready. Wieso blockt der Penner das? Haut ab, ihr Arschlöcher. Die 0 und die 1. Haben wir ihn? Irgendwie scheint er ziemlich tot zu sein. Aber das hat mir jetzt mal wenig bis gar nichts gebracht, wenn ich mal ehrlich bin. Aha. Ruineneingang. Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Nein, irgendwie nicht, oder? Hä? Ich weiß nicht, auf jeden Fall sagt er zu mir, er kennt das hier nicht. Doch, das kennt er doch. Das sehe ich doch auf der... Lass mich in Ruhe. Was soll das Ganze jetzt? Das war doch so überflüssig, wie es überflüssig sein konnte, nur. Lass mich in Frieden. Bin gerade ein wenig frustriert. Weil ich das jetzt nicht verstanden habe. Hätte ich da was schneller machen müssen? Wie auch immer. Ich weiß es gerade echt nicht. Also das, was ich weiß, ist, dass die ja alle vom Level her deutlich über mir sind. Und ich habe den Dicken weggemacht. Oh, hat das zu lange gedauert? Jetzt habe ich natürlich keinen. Was soll das? Aber er... Hä? Leute, ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt, ne? Ich weiß gerade nicht, was das soll. Er behauptet, dass ich das da hinten nicht kenne, was nicht stimmt. Unheilige Inschrift, nehmen wir mal mit. Also entweder verstehe ich ja gerade was richtig falsch. Oder wir werden hier gerade ein wenig verarscht. Beides ist möglich. Absolut möglich, sozusagen. Lass das doch mal hier, komm. So, wo sind wir jetzt hin? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ich bin der Meinung... Ja, Alter. Also, irgendwie bin ich hier gerade echt verwirrt, ne? Ja, ist ja gut. Warum jetzt auch immer die 4 gestorben ist, verstehe ich jetzt gerade nicht. Ihr lieben Grim Dawn-Spieler, und ich weiß, dass zumindest 1, 2, 3 Leute von euch, die schauen, das Spiel selber spielen, gespielt haben, wie auch immer, erklärt es mir. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir diese gesamte Map hier schon erkundet haben und aufgedeckt haben. Deshalb ist mir jetzt gerade ein kleines Rätsel, was hier gerade passiert. Wie sieht's denn aus? Die 4 ist auch gleich tot. Nicht gut. Die Gegner scheinen hier einfach nochmal eine... Also entweder kennen wir es wirklich noch nicht, was ich nicht glaube, weil ich beim ersten Durchlauf mit Sicherheit hier drinnen gewesen bin.
Und normalerweise merkt sich das Spiel das. Also ersten Durchlauf meine ich mit diesem Char hier. Weil ich ja nicht das erste Mal hier bin. Ich habe ja beim ersten Durchlauf habe ich ja mit dem Bossgegner hier, mit dem ich mich hier vorhin nochmal geärgert habe, der mich beim letzten Mal getötet hat. Alter, die scheinen hier eine ganz harte Nummer zu sein. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Also ich bin hier gerade ein wenig dezent überfragt. Ist das einfach eine Lootrunde? Oder was ist das hier? Ich kann es euch echt nicht sagen. Komm her hier. Eieiei, da gab es ja auch mal richtig was. Hier, also muss man ja mal so sagen, also. Aber trotzdem, das ist doch. Ich kann's nicht, wo geht's denn hier hin? Ruineingang, super. Das kenne ich doch schon hier. Das ist, ach, da ist auf jeden Fall, da sagt er Queste. Lass mich gleich nochmal auf die Map gucken, wenn ich hier mal, Alter. Die 4 stirbt ja auch schneller, als es mir lieb ist. Obwohl ich sie ja gerade aufgelevelt habe. So, jetzt mal hier Schrott nehmen wir mit. Mappe. So, er sagte mir gerade eben, er hätte hier unten in dem unteren Bereich irgendwo die Queste gesehen. Da bin ich mir recht sicher. Ich glaube nicht, dass ich mich da verguckt habe. Eigentlich wollte ich ja nach dieser Folge Schluss machen. Ich bin mir jetzt allerdings unsicher. Ob das jetzt der richtige Weg ist, den ich gehe. Weil wenn ich jetzt aufhöre und ich das völlig falsch einschätze. Weil, wie gesagt, dieses Dungeon kenne ich bereits. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Da unten sehe ich doch das Symbol für die Quest. Dann folgen wir dem mal, wenn wir irgendwie können. Dafür müssen wir hier nach unten vermutlich. Aha. Ein Tor, das wir öffnen. Ach, komm. Burschis. Ich meine, zum Leveln ist das Ganze ganz nice. Wenn man sich vorstellt, vor noch nicht allzu langer Zeit sind wir gerade erst aufgestiegen. Ich folge dem jetzt einfach mal und gucke, ob das die Quest ist, die wir gerade betreiben. Je nachdem, was jetzt gleich kommt, werde ich dann entweder... Ja, komm her. Entweder wirklich Aufnahmepause für heute einlegen, weil ich muss es noch schneiden und ändern und ja, ihr wisst, hochladen. Weil das Hotel. Ach, ein Bossgegner. Ach, das ist er wahrscheinlich. Das siehst du wohl. Oh oh. Der Bursch ist böse. Böse Miezekatze. Was stand da für ein Level, bitteschön? Achso, 50. Ich hab mich verguckt. Entschuldigt. Alter Schwede, das ist aber eine ganz schöne Prügelei hier, ne? Jawohl. Können wir das Restgesorgt jetzt hier auch mal wegmachen? Und hatte er was? Ja, haha. Ja, das ist mir egal. Das nehmen wir an uns, indem wir, was weiß ich, so ein komisches Schild hier wegwerfen. Das ist mir vollkommen egal. Also war es wirklich so einfach reingehen... In der Hoffnung, irgendwie, dass es richtig ist. Ich weiß echt gerade nicht. Die Frage ist jetzt grundsätzlich, macht es Sinn, das hier jetzt noch weiter zu erkunden? Vierte Etage? Was? Nein. Also ich finde, wir sollten jetzt hier rausgehen. Aber ich kann mich nicht porten.
Nun gut. Das ist jetzt mal blöd. Das ist jetzt mal richtig blöd. Ich hätte mich jetzt gerne mal rausgeportet. Aha, aha, aha. Tag, Gehirn. Ja, jetzt weiß ich auch nicht so richtig. Ich kann jetzt hier noch die... Ui, Alter, das ist hier ein echtes Freispiel. Also man bekommt hier echt neite Items drin, muss ich mal so sagen. Eieieiei, das war jetzt... Oder ist, glaube ich, wenig nice irgendwie. 7. Schnauze. Ja, ja, macht ja nichts. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. So, jetzt mich einfach sterben lassen will ich ja auch nicht, ne? Alter, habe ich gesagt, das will ich nicht. Alter, ja. Man lasse mich vorbei. Die 7, die 4. Holla, die Waldfee. Das ist schon eine ganz eigene Hausnummer hier. So, die 1. Die 7 bitte. Und bewegen bitte schön. Also wie gesagt, mich hier einfach dem Tod ergeben, möchte ich eigentlich tendenziell nicht. Ah, komm, beweg dich. Die 7. Ei. One hit oder was? Ich glaube, es hackt. Komm, beweg dich. Achso, die 4, bitteschön. Und die 7, bitteschön. So. Alter, was macht der Vogel? Ist ja, schön ist das ja nicht, ne? Also im Nahkampf dem zu begegnen, ist nicht die beste aller Ideen. Weil wenn ich mich da ranporte, habt ihr ja gesehen, Alter, ich verliere das schon wieder Hells und ich weiß nicht warum. Sieben. Ja, ist schon klar. Wie viel Leben hat der Vogel denn noch? Die 4 bitte neu. Ja, komm her, komm. Alter, der ist böse. Der ist richtig, richtig böse. Oh. Jetzt habe ich die Tür aufgemacht, was möglicherweise echt... Ja, halt die Fresse. 4, 7. Man muss ihn ja ein bisschen beschäftigen, würde ich mal behaupten. So, und jetzt von hinten auf die Fresse. Jawoll. Holla die Waldfee. Hartes Brot Arbeit. Aber so darf es nicht weitergehen. Ach, da kommen jetzt auch noch Gegner. Verpisst euch. Ja, weiß ich doch. Verpisst euch. Ab mit euch. Stärke 52. 50. Ich lasse das Haus jetzt mal liegen. Ich bin eh vollgepackt. Ich weiß nur nicht, wie weit das noch gehen soll, das Ganze hier. Keine Ahnung. Lasst uns mal auf die Map gucken. Ja, also irgendwie haben wir hier jetzt alles durch. Okay, ihr Lieben. Ich werde die Aufnahme jetzt für heute beenden. Warte mal, wo geht das hin? Oh, das geht noch. Nein, dann nehme ich noch eine Folge auf nach dieser hier. Also, dann bis zum nächsten Mal. Dann tschüss.